Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir sind heute beim Pickleball. Und da hinten steht ja schon Wolfgang, unser Trainer. Los geht's. Hi, herzlich willkommen bei Pickleball. Genau. So. Schön, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, gern, wir freuen uns. Super. Das ist ja so eine neue Trendsportart, ne? Seit wann macht ihr das hier? Ja, wir haben schon vorher ein bisschen auf Parkplätzen gespielt und auf Schulhöfen, haben keine Heimat gehabt und dann haben wir die Chance gehabt, beim MTV einen Platz zu bekommen. Und dementsprechend haben wir eine Sparte gegründet beim MTV und sind jetzt natürlich auch durch die Sparte, haben wir auch die Hallenmöglichkeiten. Das heißt, im Winter müssen wir nicht draußen spielen, gerade heute ist nicht so schön. Und heute ist hier wirklich perfekt und ja, ihr werdet gleich mal sehen, wie das so läuft. Ja, ich will auch probieren. Ich habe mich extra gesagt. Ja, ich auch. Genau. Ja, dann los. Auf geht's, ja? Das geht. Kommt rein. Ah, und hier geht's richtig zur Sache jetzt. Jawohl. Also hier wird jetzt schon mal gespielt. Das Spielfeld ist ein Badmintonfeld, deswegen bietet sich das auch gut an. Wolfgang, wie ist hier so die Altersstruktur? Also wir haben der Jüngste ist gerade angetreten, 3 Jahre alt. Oh. Versucht auch schon mal den Ball zu treffen und der Älteste, der 73. Und wie viele Mitglieder habt ihr? Wir haben jetzt genau heute 90. 90 seit Juli letzten Jahres. Jetzt seid ihr hier aktuell winterbedingt in der Halle vom Otto-Hahn-Gymnasium in der Sporthalle. Richtig, ja. Im Sommer ist das aber eine Sportart, die ihr auch im Freien macht. Genau, wir sind in der glücklichen Lage, einen super Platz zu haben in der Flutmulde. Das ist dieser Multifunktionsplatz, ne? Ja, richtig. Da hat sich die Stadt nicht lumpen lassen. Ja, die Stadt, der Kreissportbund, wir sind da sehr glücklich. Es ist der schönste Platz in Deutschland, das ist wirklich so. Tatsächlich. Ja. Und das ist eigentlich ein Sportplatz, der sozusagen von allen Sportlern genutzt wird, aber ihr trainiert da auch an welchen Tagen? Ja, wir trainieren jeden Tag dort, weil wir das Zugangsrecht dort haben und auch Basketball kann dort auch gespielt werden. Ah ja. Wir haben Basketballkörbe und geht auch so weiter. Ah, super. Mhm. Und jetzt dürfen wir mal ein bisschen was probieren? Ja, natürlich. Ihr seid ja hergekommen, um zu spielen. Und wir haben dich als Trainer dabei. Und so weiter. Genau, so machen wir das. Weißt du, was ich gerade gehört habe? Ganz, ganz viele Prominente spielen Pickleball. Ach, was wäre das? Josh Clooney zum Beispiel. Steffi Graf. Der Ministerpräsident von Kanada zum Beispiel. Ja. So, deswegen ist diese Sportart momentan so bekannt geworden. Noch schneller bekannt geworden als in Amerika ist Volkssport. Ja. Das ist die schnellst wachsende Sportart der Welt. Jawohl. Was macht diese Sportart für dich zu so einer besonderen Sportart? Warum kommst du so gern her? Ja, die ist ja für alle Altersgruppen offen. Ich habe länger was gesucht, was mir mega Spaß macht, mit einem festen Zeitpunkt. Bin hergekommen und die Gruppe hat mich gleich super aufgenommen. Man spielt gleich mit jedem, man mischt öfter. Und das Tolle ist, man kann hier Turniere mitspielen. Du bist sogar deutsche Meisterin. Ja, deutsche Meisterin im Damendoppel, aber ab 50 bei den Anfängern. Also als Anfänger darf man die Turniere auch noch mitspielen, weil es noch zu wenig Leute in ganz Deutschland gibt. Ja, und dann hat es geklappt nach einem Dreivierteljahr Training. Wahnsinn. Ja. Lisa, macht was? Da gibt es sicherlich Menschen mit einem besseren Ballgefühl, aber hier mein Team sagt, das ist schon ganz gut. Lisa, aber du machst ja gar nichts. Ich hab ja den Ball weißt du, ich werde immer, wenn ich mal kurz was mache, sofort gelobt von allen, auch von den Gegnern, sage ich immer ein guter Indikator dafür, dass wir irgendwas schief machen. Was macht Pickleball für dich aus? Warum ist das so eine besondere Sportart für dich? Es ist eine Sportart, die mich an Badminton erinnert. Ich habe früher aktiv Badminton gespielt und ich habe Tischtennis gespielt. Und das ist ja jetzt ein Mischort Badminton, Tischtennis und Tennis. Ich kriege also ein bisschen was in Kondition wieder drauf. Ich habe nämlich ein paar Jahre nichts mehr getan. Und meine Frau hat gesagt, meine Figur ist wie unsere
Couch. Ich muss also unbedingt was tun. Mann, weil ich mache einen. Und aus dem Anfangswunder habe ich halt was gesucht. Und bin im Prinzip bin ich durch Zufall hierher gekommen. Vielen Dank, das hat total viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Bis demnächst, hoffentlich. Ja, wir kommen gerne wieder. Ciao, macht's gut. Tschüss. Das war's schon wieder. Wir waren heute super sportlich und wenn ihr ein bisschen mehr Ballgefühl habt als ich, kommt vorbei. Genau, und unseren Kanal abonnieren nicht vergessen. Ciao. Noch aktivieren. Tschüss.